Wenn man einen Vorderzahn sucht, dann sollte man ins Schwechater Theaterforum gegangen sein. Birgit Denk mit ihrer hervorragenden Band gastierte mit ihrem neuen Programm auf der Schwechater Bühne und sorgte für tolle Stimmung. Schon längst ein böses Hemd genommen, aber der Nova lässt mich nicht verkommen. Welche Idee steckt hinter dieser CD? Die Idee wurde uns wie so oft von jemand anderen aufgezwungen, ohne es zu wissen von der Gegenpartei. Preiser Records hat heuer Geburtstag gefeiert, 60 Jahre Preiser. Und die waren in der Lage, so viele Menschen zusammenzufinden, Musikerinnen, der Georg Breinschmidt, die Violetta Parisini, Tanz, Baby Willi Resetarits, die haben alle die Anfrage gekriegt, Lieder aus dem Preiser-Katalog neu zu bearbeiten, und so auch wir. Und wir haben uns den Novak, der die Sissi Graner damals nicht verkommen ließ, ausgesucht und haben eine sehr moderne Variation aus dem Ganzen gemacht. Und das hat uns dermaßen viel Spaß bereitet und ist so gut angekommen, dass ich gesagt habe, eigentlich brennt es mir unter den Nägeln noch andere Lieder aus dieser Zeit, die mir noch sehr frisch im Kopf sind, weil ich dieses Kind immer gehört habe bei den Großeltern auf dem Plattenspieler. Also ich dachte, das hat so gut funktioniert, machen wir doch mehr. Sie folgt ihren Führern. Erstaunlich, dass gerade der Hugo Wiener, der ja so typische Wiener Lieder geschrieben hat, heute doch sehr modern sind und vor allem so gern gehört werden. Ich glaube, genau das ist die Sehnsucht von ganz vielen Menschen, wieder nach der Herkunft sich zu orientieren. Also auch wieder zu schauen, auf welchem Berg von Juwelen sitzen wir da eigentlich, die nur mehr vor sich hin dümpeln und die aber so einen wahnsinnigen eben Charakter nur immer haben, auch im Jahr 2012. Und das wollen wir aufpolieren. Und das wollen wir die Leute, die es noch nicht kennen, weil sie einfach das Pech gehabt haben, zu spät geboren worden zu sein, vorstellen. Deshalb haben wir es entstaubt und mit großer Wertschätzung neu bearbeitet. Du bist nicht allein auf der Bühne. Wen hast du denn mitgebracht? Heute sind wir wirklich dabei, ins Volle zu fassen, in einer Zeit, wo immer weniger Leute auf der Bühne stehen, weil es für die Musikerinnen mit der Gage immer enger wird, haben wir gesagt, pfeifen wir doch auf den Trend der Duos, machen wir doch gleich 8 Personen auf der Bühne. Wir sind die normale Denkband, mit der ich ja seit 12 Jahren unterwegs bin. Also meine Burm sind wir blieben und sind noch immer hier, zu Herren gereift. Und wir haben uns große Verstärkung geholt durch die Judith Reiter und die Barbara Danzer, die uns an der Geige und an der Bratsche unterstützen, auch stimmlich, percussionmäßig. Also es sind sehr viele Multiinstrumentalistinnen dabei, also wir werden da schon ganz schön ins Volle gehen. Oh!